So, was wir jetzt sehen, don't do this at home, würde ich sagen. Nicht zu Hause machen. Wenn man das nämlich nicht kann, ist das lebensgefährlich. Daniel Wiedemann, der ist ein Freak, was es anbelangt, mit Stirnlampe zu fliegen. Aber bei Stock absoluter Dunkelheit, muss ich gestehen, habe ich die Hosen voll als Veranstalter. Und ich habe mit ihm vorhin gesprochen und wir sind wieder eingekommen, dass er bei Stockdunkelheit nicht fliegt. Aber was er jetzt morgen dann zeigt, ist so krass wie ein Stock. Absolute Steuerpräzision, weil er hat nur den Lichtwinkel, wo er richtig sehen kann, was der Linie über Luft macht und wie die Schieflage ist. Also bitte, Achtung, das war auf gar keinen Fall zu Hause. Das muss man einfach wahrscheinlich angefahren haben, dass man die Augen hat, um das noch vernünftig zu erkennen und um das Risiko für sich selber vor allem im Griff zu haben. Sicher gelandet. Das ist einem, ja, das ist nicht ganz fertig. Da fällt ich nochmal hoch. Man muss auch dazu sagen, ja, das ist die Stirnlampe, die also weitaus höher ist als das, was man im Handybedarf oder im Outdoor-Bedarf normalerweise kaufen kann. Sicher aufgesetzt, einen riesen Applaus ist das wert. Wie wahnsinnig muss man sein, um sowas zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das auf die Reihe bringen würde. Es ist, wie gesagt, nur Spezialisten zu empfehlen, sowas zu machen. Und es ist wirklich lebensgefährlich, wenn ihr euch versteuert.